Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, wo wir uns an unser neues Projekt Wir fangen uns Sklavenarbeiter machen. Nein, das ist schon mal politisch was ausgedrückt. Wir organisieren uns Minderheiten, die für uns unliebsame Arbeiten erledigen. Der Day und der Michelle sind auch noch mit dabei. Nein, unfreiwillige Freiwillige heißt das neue Projekt, das finde ich super. Unfreiwillige Freiwillige, okay, ja, ist annehmbar. Wir wollen also, uns Oberleit, jetzt bin ich an die Maus gerutscht, gekommen. Wir wollen uns ein paar Villager fangen. Wo seid ihr eigentlich? Kümmern wir um Haus. Einschmelzen. Wir brauchen Material. Ich leih euch, ich wollte gerade sagen, ich lade euch mal in die Party ein. Hast du genug? Okay. Gut, dann kannst du sponsern. Ich guck mal, ob ich auch noch irgendwie was beisteuern kann. Hast du Antriebsschieb? Nee, ich habe gar nichts momentan. Ich habe zu viel verbraucht in meinen Projektionen. Ich habe einen Eisenbahn. Ja gut, so oft wie du in der Mine warst, hätte es mich stark gewundert, wenn du irgendwas hättest. Oh, ich hätte hier voll gedisst. Also ich baue hier, schmelze hier gerade Gold ein, aber du musst in der Theorie doch auch noch Goldblöcke haben von unserem, Ich habe auch noch Gold. Okay, sehr gut. Oh. Der Day ist hier unten in seinem Lagersystem, wie ich sehe. Mhm. Wow. Ah. Irgendwo da unten. Warum ist denn hier ein Block Obsidian? Man weiß es nicht, man munkelt noch. Ach, weil der Day sein Lager mit Obsidian eingebaut hat. Sag ich doch. Aber ich kann von außen hier rankommen. Ja, weil du auch Sachen kaputt machst. Die Blöcke, die machbar waren für mich. Soll ich aber Sachen kaputt machen, Fabi? Das genügt sich nicht. Ich hab's wieder zugebaut. Ich hab mich nur gewundert, warum da ein Obsidian-Block in der Wand stand. Soll ich dir jetzt mal meine Anti-Villager-Sicherung zeigen für mein Haus, Fabi? Ja, will ich sehen. Dann komm mal her. Moment, bin auf dem Weg. Muss ich jetzt wieder auf dein Schiff kommen? Nee, zu meinem Hauseingang. Ah, okay. Ich komme. Von außen ist es ein normaler Gang, aber man betätigt den Schalter. Und das ist meine Anti-Villager-Sicherung. Sau cool. Mit richtig schön viel Lava, oder? Mit richtig. Das ist schön ernsthaft cool. Was ist das hier für ein Stein? Das ist Quarz. Und wow. Wenn du reingehst, praktisch gesehen. Und hier hast du genau das gleiche. Nice. Dass du praktisch gesehen das dann zu auf- und zusperren kannst. Echt krass. Hast du dir schon mal jetzt meine Rahmen angeguckt? Muss ich gleich mal machen, Moment. Wie war denn jetzt nochmal Antriebsschienen? Die ganze Sache mit Gold in der Mitte, ne? Ja. Ja. Ich glaube, Villager können ja eh kein Gartentor öffnen, deswegen. Das weiß ich nicht, ich bin nur auf Nummer sicher gegangen. Redstone, das war genau. Oh Mann, der Kürbisschädel, hey. Der ist spitze. Lava. Die Dekadenzrüstung, die halt gar nichts bringt. Ja, aber sie leuchtet, solange sie noch haltbar ist. Auch wenn sie nicht sehr lange haltbar wäre. So. Brauchte man gar kein Eisen für? Doch, brauchte man, oder? Ich dachte nur Gold in der Mitte und Eisen außen. Wir können mal zu den Villagern hingucken, Michelle, dass wir mal so ein... müssen ja eh den Bodenbelag schon mal... Jo, wir müssen erstmal gucken, wo überhaupt die Villager sind. Das ist, glaube ich, so Schritt Nummer 1. Warum geht denn... Also ich habe 5 Stacks Schienen, das müsste eigentlich reichen, ne? So weit war es denn nicht. Müsste reichen, jo. Welche nehmen wir uns denn? Vorsicht, Skelett! Also hier sollten wir dann mal gucken. Ich glaube, das ist die falsche Richtung zu wählen, oder? Nee, da drüben sind auf jeden Fall Villager über den Berg, glaube ich. Ernsthaft? Ich dachte, das wäre genau die andere Richtung, die Wüstenvölker gewesen. Nee, aber gut, ich bin mir sehr sicher, dass es da vorne war. Okay, gucken wir mal. Wir haben ja diverse Dörfer in der Nähe. Ja gut, wir haben... auf jeden Fall 3 in der direkten Umgebung und dann weiß ich halt nicht, was noch da ist. Oh, da sind ein paar von den Dingskussen. Antriebsschienen müssen ja auch alle, ne? Jo, locker. Nee, da vorne ist Lava. Lava. Ich war mir ultra sicher, dass hier welche waren. Ich eigentlich nicht. Also ich weiß, dass die beim anderen auf jeden Fall sind. Okay. Wir haben hier relativ nah einen in der Nähe.
Ich dachte, das konnte man nämlich von dem Haus da oben, konnte man die sehen, dachte ich. Also ich persönlich würde jetzt eigentlich genau das nehmen, was halt hier, wo unsere Pferde stehen. Das Dorf würde ich erstmal ausblenden, weil das ist extrem nah. Da, wo die Pferde sind. Wo die Pferde sind? Ja, das ist das nächste. Bei, da, wo die Pferde, wo der vom Day und sowas stehen, da ist ein Dorf. Ja, wo der Day halt seine Pferde ursprünglich her hat, das meinte ich. Okay, und wie komme ich da jetzt hin? Ja, da müssen wir nochmal zurück nach Hause. Ich bin auch unterwegs, ich weiß auch, wo es ist. Nein. Was macht der Fabi schon wieder? Es hat hinter mir gezischt. Ja, dann lauf einfach schneller aus. Was ist eine Eisenrüstung, Fabi? Selbst wenn dich das Viech genau in den Kopf trifft, verlierst du maximal die Hälfte HP. Ja, trotzdem. Da vorne kommt der Day. Ja, ja. Also. Ja, mich. Ich würde sagen, genau hier jetzt lang praktisch gesehen. Hier vorne müssten wir echt nochmal unseren Burg graben, dann haben wir einen riesigen Canyon hier vorne. Day. Hier bist du genau geradeaus hier. Vorsicht, ist irgendwo eine Schlucht. Ein bisschen gerade. Ah, hier sind ein paar Schluchten. Genau, und hier praktisch gesehen würde ich sagen, müssen wir uns fast geradeaus durchbuddeln. Ja, ist es auch. Das ist hier hinten. Okay. Genau. Also, dass wir uns also jetzt gleich so vom Village aus Richtung Heimat dann durcharbeiten, mehr oder weniger. In der geraden Linie und dann. Ja, ich habe Erde noch genug dabei, ja, das muss man nicht dann hinkriegen. Ja, gut, Erde kriegen wir mehr als genug. Ja, ja, klar. Was soll der? Gespannt. Die ganze da ist es. Ja, stimmt, krass. Ja. Da haben wir halt auch die Pferde ursprünglich. Hat jemand in den Rücken geschossen? Oh, Schweine. Schweinepriester. Das ist nur ein kleines Dorf, hier sind nicht so viele Wittelscher. Ja, gut, aber für den Anfang, ne? Ja, wir brauchen ja nicht viele, genau. Ja doch, wir brauchen zig Trillionen, wir wollen eine Großstadt bauen, spielen noch Hochhäuser und so ein Zeug, ne? Ja, vielleicht vermehren die sich ja hier auch. Haben wir hier überhaupt noch welche drin? Jetzt schauen wir mal nach, ob wir noch welche. Doch, ich höre welche. Hier sind es eine. Also ich höre mindestens zwei. Ha, ha, ja. Ja, da sind schon welche drin, die flüchten uns gerade. Ist ein Baby-Zombie. Oh, ja, da genommen. Was hast du gemacht? Ich gehe vor ein Loch. Ja, also hier sind definitiv welche noch drin, hier auch. Hier ist einer, einer ist hier nur drin, ja. Da waren auch zwei drin, in dem Haus hier. Lava. Oh ja, ein Pferdchen. Lava ist hier. Leute, es ist hier dunkel. Oh, da unten sind zwei in dem Loch, drei in dem Loch da unten. Oh ja. Villager oder Pferde? Ja. Villager. Oh, die müssen wir befreien, wo sind sie? Unten. Oh, fuck. Wir wollen hier hochhüpfen, Moment. Ups. Toll, Day. Jetzt hast du es ihm unmöglich gemacht, hochzukommen. Hä? Wieso unmöglich? Da hinten steht auch noch einer. Lol, hier unten sind ja voll viele. Oh, tatsächlich, stimmt. Die sich hier unten versteckt. Warum auch immer. Ich glaube einfach, dass sie hier runtergefallen sind. What the fuck? Was ist das überhaupt für ein Höhlensystem hier unten, ey? Keine Ahnung. So, aber jetzt kommen sie gerade raus. Wow. Also das geht krass. Ich folge dir mal ganz kurz, auch wenn das jetzt kontraproduktiv ist. Ich möchte bloß wissen, wie tief das... Wow. Also ich bin jetzt gerade schon auf Ebene 29. Es geht noch tiefer. Ich baue hier mal einen Weg drüber. Mhm. Skelette. Wir werden hier unser Bahnstück anbauen. So. Der Pfad ist versperrt. Wow. Hier geradeaus, oder wie? Ja, geradeaus, dann machen wir dann. Ich komme. Also hier geht so ein richtig starkes Höhlensystem unten durch. Okay, also dann hier übers Wasser nochmal drüber. Ich guck mal, dass ich hier nochmal schon mal alles vorbereite. Irgendwo hier noch ein Villager rumstehen. Achso, wahrscheinlich sind sie schon mal raus drin. So, wo seid ihr denn? Ah ja. So, ich habe noch genügend Underseed. Ist ja das neue Cobblestone hier. Hä? Hey, warum baut ihr denn eine Kurve rein? Weiß ich nicht, ich baue Fabi hinterher. Ich dachte, wir bauen es direkt hier durch den Berg durch. Okay. Also einfach geradeaus, oder was? Willst du? Kommen wir da... Ja, klar. Okay. Der schnellste Weg mit dem kürzesten Widerstand oder kleinsten Widerstand.
meine, wir sind ja nicht, hier nicht die Deutsche Bahn. Ach, verdammt, ich hab's um ein Feld euch verpasst. So. Und dann einfach durch. Mhm. Okay. Fabi, geht immer zurück und power du mal die Dingens. Ich hab wieder Red. Den ist hingeschrieben. Ja. Reicht das mit Redstone? Brauch ich da nicht Redstone Fackeln? Brauchst du Redstone Fackeln hingeschrieben müssen. Ah ja, okay, stimmt, ich hatte Redstone noch da daneben. Ja, alles klar, mache ich. Ich würde fast sagen, wir bauen uns hier einfach mal hoch. Ja, okay, ja, hier ist ja kein Problem. Okay, es passt von der Energie Stufe her. So. Ah. Energie. Hier auch nochmal. So. Ja, da müssen wir fast schon da. So, alles hat Energie. Nee, alles nicht, das kann gar nicht. Ja, von der einen Rück zum Lager da. Wie wollen wir denn ankommen? Machen wir das unterirdisch oder? Oder ist wahrscheinlich eher unterirdisch, ne? Wieso unterirdisch? Wir müssen doch möglichst nah an den Häusern am besten. Am besten wollen wir die Schiene wirklich bis zum Haus hin, oder? Im Endeffekt müssen wir ja überlegen, wie kommen wir bei der Mauer vorbei. Und oberirdisch ist bescheuert, weil uns dann die Zombies durchrennen und unterirdisch müssen wir halt das gucken. Das soll doch keine dauerhafte Geschichte sein, das soll doch noch immer zum... Ja, schon. Okay, gut, dann... Das kann jetzt auch theoretisch oberirdisch sein, bis es losgeht halt quasi. Weil dann das ist ja wirklich nur ein reiner Transport. Das ist ja auch nur eine Bahnstrecke, die für eine Richtung ausgelegt ist. Ja, genau, weil rückzu würde man gar nicht kommen. Jetzt sind wir bald da vorne, da sieht man schon das erste Gebäude von uns. Dann machen wir hier einfach einen kurzen Break und sehen uns dann gleich wieder, wenn es weiter an den Schienenbau geht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.